Hey Leute, hier ist Max. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind gerade hier in Kiel am Bahnhof. Alle mit dabei hier. Hallo. Hallo, moin, moin. Und heute werde ich ein paar Geschenke holen. Natürlich werde ich nicht genau zeigen, für wen ich was kaufe. Sonst können diese Personen das ja vielleicht noch sehen. Das wäre nicht so toll. Jetzt geht es erstmal in den Sophienhof rein. Warte mal, warum? Ich habe eine Wunschliste für ihn schon gemacht: einmal die Nether-Eisenbahn und die Pilzinsel von Minecraft. Ja. Das weiß er natürlich auswendig. Das ist gut. Dann schauen wir mal, was wir so holen heute. Ja. Vielleicht findet man hier was für Mama. Ja. Vielleicht. Bei den Blumen muss ich mir nochmal schön anschauen. Was habe ich denn hier zu suchen? Das sieht doch gut aus. Ohrringe. Super. Super. Die sind auf jeden Fall ganz toll für Mama. Ja. Sieht gut aus. Das sieht lustig aus. Eine Zauberbox. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter in irgendeinen anderen Laden mal gucken. Und jetzt gibt es doch irgendwie erst was zu essen, weil wir hatten irgendwie Hunger und es ist auch schon 3. Hier gibt es jetzt was zu essen. Wir haben jetzt einmal was gegessen und jetzt gehen wir mal zu Douglas kurz rein. Genau. Und es ist verdammt voll hier heute, das ist echt nicht normal. Spielzeug. Und da geht's jetzt einmal rein. Wir waren jetzt eben. Was? Wir waren jetzt eben gefühlt, weiß ich nicht, wie lange bei Douglas sind. Eine gute Stunde waren wir da einfach drin. Ich rieche fast gar nichts mehr. Aber wir haben uns voll beraten. Das stimmt, aber ich rieche fast nichts mehr. Also, wir gucken jetzt erstmal nochmal weiter. Wir sind jetzt hier bei Pick & Kloppenburg. Papa braucht nämlich eine Downjacke irgendwie und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Und hier Weihnachtsdessert. Richtig, Weihnachten. Oh, Tannenbaum. Da, der Tannenbaum. Und er stellt sich erstmal hin. Wo ist meine. Was? Wo sind meine Geschenke? Die sind nicht da. Papa hat jetzt eine Jacke gefunden. Die müssen wir dann nochmal abholen. Und Mama sucht jetzt auch noch eine Jacke auf. Also irgendwie. Ach, nur anprobieren. Okay, dann probieren wir mal jetzt nochmal was an. Und du? Macht Spaß? Bei Mama soll es also die Jacke sein. Ja, ich wollte nur gucken. Achso. Na gucken. Passt zu deinen Schuhen jedenfalls. Ja, macht Spaß. Oh, nee, lass. Nee, ich glaube, hier darf man nicht rein. Nicht für ganz normale Besucher. Okay. Was ist jetzt hier los? Naja, okay. Warum nicht? Also Mama hat jetzt nochmal was geguckt nach einer Jacke, aber nur geguckt halt. Jetzt sind wir wieder hier unterwegs und es ist immer noch verdammt voll hier. Und wir wollen aber zu Adidas rein. Und Ash und Mama gehen was trinken holen. Ich schaue mir jetzt mal kurz an, wie mir T-Shirts hier passen. Also ich habe mir, Ash hat mir die gezeigt. Und zwar L und M. Ein T-Shirt probiere ich jetzt erstmal an. Und das T-Shirt ist angezogen. So sieht's aus. Ich sage mir hinten auch nochmal. So. Ich würde sagen, zeigen wir jetzt mal ganz kurz Papa. Er ist gleich da. Hä? Wir draußen aus dem Laden. Genau. Zuerst uns damit zwei hier jetzt für mich erkannt. Haben wir ein Foto gemacht. Und dann kam der Verkäufer auch noch dazu. Genau. Der fand's irgendwie ganz interessant. Er wollte gar nicht bei mir abkassieren, ne? Der ist sitzt. War ganz lustig. Genau. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal weiter gucken. Ich brauche noch für Ash ein Geschenk. Genau. Er hat jetzt für mich was ausgesucht. Für dich brauche ich auch noch was. Ja. Für mich. Und für dich auch noch. Für Papa auch noch. Also. Oh Gott. Wir sind noch nicht fertig und es ist einfach schon 5. Ah, okay, vielleicht doch gleich schon 5:30. Auf jeden Fall waren wir viel zu lange bei Douglas. Oder mal runter. Gehen wir jetzt nochmal hier in Bijou Brigitte oder wie der Name heißt, wie der Laden heißt, rein. Oh Gott, hey, hey. Mal sehen, ob wir hier irgendwas finden werden. Bin gespannt. Das sieht doch toll aus. Was habe ich jetzt auf dem Kopf? Jetzt guck dich doch an im Spiegel. Boah, das sieht aber sehr hübsch aus, Ash. Das kannst du direkt mitnehmen. Gleich 2 davon. Und auch hier sind wir jetzt fertig und jetzt. Wo geht's jetzt überhaupt hin? Sanunana. Da. Da kann ich was für Mama aussuchen. Ich hoffe, ich schreibe dich richtig. Ist es richtig? Ja. Ich habe zu wenig Hände. Du brauchst dritten Abend noch. Ja. Schreibt denn alles? Weiß ich nicht. Ich schreibe da voll viel. Nein, nur schöne Weihnachten. Ah. Mal gucken, ob ich gleich irgendwas finden würde für dich. Bestimmt, da ist so viel. Also bei Nunana ist ganz viel Deko. Ich bin schon mal auf deinen Geschmack gespannt. Du sagst einfach, was du magst. Und ich guck mal, was mir davon gefällt. Du weißt, was das aussieht. Sterne. Ganz viele Sterne. Sterne brauchen ja gar nicht mehr. Also ich schaue mich hier mal um und ich habe schon was gefunden, was gut ist. Da Mama ja so viel Tee trinkt, hier habe ich Tee gefunden. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob sie das mag, aber ich nehme einfach irgendwas hier mit. Was nimmt man denn da? Sterns? Ich nehme aber das hier mit. So, ein bisschen davon. Und passt dazu, glaube ich, noch irgendeine Tasse. Entweder die oder. Ich glaube, ich nehme die einfach. Oh, mit Stern sogar noch drin. Gut, muss ich das nur noch heil zur Kasse bekommen und dann einmal bezahlen. Und Mama darf das hier nicht angucken. Das wäre blöd. Polizei, Polizei, Polizei. Ganz viel. Polizei. Da ist Mama auch endlich mal wieder. Wir haben auf dich gewartet hier die ganze Zeit. Wir waren schon voll schnell hier fertig und du. Ja. Wollen jetzt weiter? Zurück oder weiter? Ja. Hungersnot. Tanzverbot.
Und da ist auch schon dunkel draus und grün, wir können rüber. Jetzt geht es nämlich zurück zum Auto und dann auch wieder nach Hause. Für Ash brauche ich dann mal anders noch mal was. Also mal gucken, wann ich was hole. Wegen dem Geschenk für Ash werde ich wahrscheinlich irgendwie was von Lego holen. Ich darf jetzt nicht zu laut reden. Er geht da auch. Deswegen muss ich noch mal gucken, was ich mir da genau holen werde, beziehungsweise was ich für ihn holen werde. Aber jetzt geht es erstmal zurück zum Auto. Und es hat angefangen zu regnen irgendwie. Ja, wir laufen. Tolles Wetter mal wieder. Echt. Und rein. Und jetzt nach Hause. Ich bin wieder zu Hause und habe irgendwie vergessen, ein Ende aufzunehmen. Das habe ich sehr gut gemacht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein paar Geschenke. Ich habe für Ash, okay, für Ash brauche ich noch was, für Papa brauche ich noch was, für Mama habe ich was. Ja, doch so viel geschafft. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier in der Mitte den Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt es noch zwei weitere Videos. Schreibt gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr eure Geschenke schon habt oder ob ihr noch welche holen müsst. Ich meine, Weihnachten ist schon in der Woche. Nicht mal, das geht viel zu schnell. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, euer Max und ciao!